gucken, ob das jetzt gleich weichen werden bei uns. Nee, leider nicht. Ah, gut. So, dann machen wir jetzt aus den Weichen noch auf jeden Fall richtige Weichen, weil jetzt sieht es noch hier ein bisschen komisch aus mit den komischen fetten Klötzen hier dahinter. Abstellung, keine Oberleitung. Ah, das ist eine Weiche. Das ist eine Weiche. Und das sollte dann auch eine Weiche sein. Genau. So, und jetzt ist hier eine DKW eingeplant als nächstes, um hier dann auf dieses Gleis im Endeffekt wieder zu kommen. Na, da gucken wir uns mal schnell den Gleisplan an. Ich könnte auch ruhig noch ein Stück größer machen. Genau, hier fahren wir dann geradeaus und hier haben wir nochmal ein paar Abstellgleise, um diesen Raum einfach, der jetzt hier hinten ist, nicht offen zu lassen. Also man könnte ihn natürlich auch mit Häusern zustellen oder sowas oder ein Park oder irgendwas. Aber ein gewisser Herr, jemand, der mit hier auf dem Teamspeak ist, möchte rangieren, genauso wie ich. Und deswegen haben wir da dort die Möglichkeit auf die Abstellgleise. Müssen keine Waren immer sein, es können ja auch mal eine Reservelok oder was sein oder ein Triebwagen. Hab ich ja vorhin gesagt, ne? Na. Jo. So, okay. Dann gehen wir mal aufs Spiel. Also hier ist jetzt eine DKW. Dann besetzen wir die doch mal jetzt hier hin. Also wir müssen noch kleiner mal gucken, welchen der Länge des Moduls, dass wir ja nicht hier zu lang werden. Ah, Kacke. Ja, gut. So. Sobald, also jetzt an den Chat gerichtet, ne, sobald Fragen aufkommen, bitte gerne sie stellen. Ich hoffe, der Dominik sagt mir dann rechtzeitig Bescheid. Ja, also ich gucke die ganze Zeit auf dem Bildschirm, beziehungsweise schrägstrich, also auf dem Chat mit, aber da steht immer noch Wöllinger. Hey. Ah, okay. Sehr lustig, weil ich habe das hier ein bisschen anders geplant. Man sieht ja hier auf den Gleisplan, sieht man ja hier so die Module, wie ich sie eingezeichnet habe. Und hier habe ich die Modulgrenze noch eingezeichnet. Plant vor der Doppelkreuzungsweiche, welche sich ja hier befindet. Und jetzt, wenn wir jetzt mal kurz in den Train Simulator gehen, habe ich jetzt mir jetzt mein Meter Maßband hier hingelegt, also diese Schiene, die umgerechnet 1 Meter lang ist. Und da haben wir noch das Glück, dass die DKW mit auf dieses Modul passt. Ja, okay, also, na. Auf jeden Fall ist es ja von den Maßen jetzt passend. So. So, warum ist denn trotzdem hier eine Oberleitung jetzt drüber? Das kapiere ich noch nicht so ganz. Die DKW sieht gar nicht so schlecht aus, na obwohl. Irgendwie sehr viele weichen Zungen hier drin. So, nochmal. Holzbraun. Keine Oberleitung, ach so. Keine Oberleitung. Chaka. Chaka. Jetzt ist keine Oberleitung, ne? Sauber. Okay, dafür geht es jetzt hier durch. So, hier sind jetzt die Abstellgleise geplant. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Weil geplant ist, geht direkt geradeaus. Eine Rechtsweiche, 2 Linksweichen und dann der Anschluss hier unten. Eine Rechtsweiche, 2 Linksweichen. Okay. Willst du die Kreuz? Bitte? Welche dort lassen? Willst du die Kreuzweiche dort lassen oder was? Ja, natürlich. Um Platz zu sparen in dem Fall. Ist das ja. Weil sonst müsste ich mir eine rechte und eine Linksweiche hier hinbauen und in der Doppelkreuzungsweiche erspare ich mir ja den Platz. Und damit sind die Gleisabstände zwischen den Gleisen immer gleich. Das ist ja hier vorne, also jetzt im Livestream kommt es ein bisschen später, hier vorne hier hätte ich ja auch eine Doppelkreuzungsweiche reinbauen können, auf die 2 Weichen hier. Hab damit dann aber nicht gleich automatisch den Abstand hier gewonnen für den Bahnsteig. Darum habe ich hier keine Doppelkreuzungsweiche eingeplant. Aber halt hier oben auf alle Fälle. So, wir fahren jetzt hier geradeaus. Und hier oben kommt dann eine Rechtsweiche hin. Die kopieren wir uns mal von hier. Obwohl, ne, die machen wir uns mal selber, glaube ich. Warte mal, ich bringe gerade nochmal. So. Keine Oberleitung. Was geht denn jetzt auf meinem Handy ab? Carsten. What the fuck, okay, was haben die da Kommentare gesagt? Welche Kommentare? Ach, keine Ahnung, was jetzt der Carsten noch meint hier. Na, vielleicht fragt mich mal Carsten, vielleicht kann ich es dann so nebenbei entziffern. Dominik, bist gefragt.
Ach ja, komm gerade. F-Block hat geschrieben, soll die Anlage in der Nähe von einer Stadt sein oder wo sonst? Na, der Bahnhof ist aufgrund seiner Größe. Die Größe, das muss man ja persönlich damit immer ein bisschen so dazu sagen, ist geschuldet wegen dem Bahnbetriebswerk. Wir würden auch, muss ich ganz ehrlich, ein viergleisiger Bahnhof einfach ausreichen, aber wir wollen ja gerne ein Bahnbetriebswerk haben und ein Bahnbetriebswerk macht für mich keinen Sinn an einem viergleisigen Bahnhof bloß. Darum ist der Bahnhof so ein bisschen größer und natürlich wird es schon irgendwie auf jeden Fall eine etwas größere Stadt sein. Wird es jetzt nicht Berlin oder München oder was sein, aber ist auf jeden Fall dann schon mal eine etwas größere Stadt dann bestimmt. Name, das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache, wie kann man den denn dann nennen? Oh, bei mir hängt gerade. Also. Bei dir hängt's gerade. Bei Dominik hängt's. Nee, bei mir hat das Bild die ganze Zeit gehangen, obwohl nicht war. Mensch. Krass. Hä, ist das hier irgendwie. So, ich ziehe jetzt gerade mal ganz einfach nur mir hier eine Gerade hin. Und geplant sind 3 Abstellgleise. Ah, nee, das wollte man nicht machen. Hast du eigentlich das schon gegessen, Dominik? Naja, ich habe noch ein Brötchen hier liegen, aber das ist dann später noch. Okay. Wie war dein Essen so? War nur Mikrowellenfraß. Krass. Ach, jetzt hab ich wieder Oberleitung gefahren. Oh, ich flipp gleich aus. Als braun. Endlich. So. Und die Modulgrenze wäre jetzt hier, also müssen wir hier auch auf jeden Fall die Abstellgleise dann hier enden lassen. Wir können natürlich hier noch ein oder sogar 2 Abstellgleise, ja, Abstellgleise noch dazu quetschen, aber es ist so übervoll, soll es dann auch nicht werden. Aber ist halt jetzt das Schöne, gerade das ist halt auch die Sache mit dem Modul Bahnbetriebswerk, das ist dann halt zum Rangieren gleich mit das Zielgleis. Genauso auch kann man das Gleis hier mit verwenden, natürlich, also diese Umfahrung. Weil man, solange man ja hier steht, noch nicht den Betrieb auf der Hauptstrecke in irgendeiner Art und Weise gefährdet oder behindert. So kann man halt eine Lok, das ist ja halt ein Meter, ne? Richtig, so ungefähr, nicht ganz. Auf jeden Fall kann man dann mit der Lok und seinen 3, 4, 5 Wagen dann hier hinfahren und dann aufs nächste Abstieg oder aufs nächste Gleis dann wechseln und sowas, ohne dass man weitestgehend den Verkehr behindert. Das ist halt dann das Schöne an dem Gleisplan, so wie ich mir das hier überlegt habe. Das können wir nachher auch mal löschen, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wie sieht es jetzt von der Planung her aus? Wie viele Gleise kommen jetzt noch nach der DKW? Plus noch 2 Gleise, weil sonst kommen wir dann irgendwann zu hoch und man braucht noch irgendwie ein bisschen Kulisse. Auf jeden Fall, die Gleise soll nicht genau dann an der Anlagenkante anschließen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. Gut, also habe ich eingeplant, hier plus noch eine kleine Weiche hinzubasteln. Dann machen wir jetzt hier den Schnitt hin. Und setzt das hier an. Genau. Und genau das gleiche kommt jetzt hier noch hin. Kommt es nicht, weil hier haben wir noch mit der Oberleitung dabei. Ich will keine Oberleitung haben. Das ist halt auch noch die Frage, wie machen wir das? Wollen wir irgendwie eine Oberleitung jetzt darstellen oder nicht? Es ist halt, bei mir ist dann immer das Problem, die soll dann auch möglichst reell sein. Das heißt also, an der Weiche soll auch wirklich ein neues Kabel, also eine neue Oberleitung hinzugefügt werden und so. Das ist dann halt sehr aufwendig und gerade bei der Moduleisenbahn
ist dann das Schwierige mit den Übergängen, weil natürlich wird es mich dann auch reizen, die Oberleitung insofern zu bauen, dass man auch wirklich sagen kann, man kann jetzt bei den Elektrolokomotiven auch den Pantograph wirklich heben. Das wäre halt geil. So, Güterbahnhof. Haben wir soweit? Jetzt kommt Personenbahnhof, der ist dann hier drüben. Also diese Weiche quasi genau gespiegelt. F-Block hat geschrieben. Bin 20 Minuten jetzt offline. Okay. So, zumindest dachte ich, dass das hier genau gespiegelt wäre. Das ist falsch. Können wir nochmal nachgucken, wie sieht das jetzt hier mit dem Personenbahnhof aus? Aha, okay, da habe ich das so gemacht. Weil hier ist das sogenannte Flankenschutz. Die zwei Weichen sind quasi miteinander gekoppelt. Und wenn diese Weiche hier, die Hauptstreckenweiche, auf gerade steht, ist diese Weiche automatisch auf Abbiegen, dass wenn hier, aus welchen Gründen auch immer, ein Zug schon losfahren sollte, der nicht irgendwie hier in den laufenden Betrieb reinfahren kann, sondern dann lieber auf das Abstellgleis fährt und entgleist, als wie dass er dann hier auf der Hauptstrecke irgendeinen anderen Zug gefährdet. Darum ist hier ein Flankenschutz und der Flankenschutz hat gleich wieder den Vorteil, ich habe damit hier wieder Abstand zwischen meinen zwei Gleisen für den Bahnsteig. So habe ich das hier geplant. Das habe ich umgestellt, naja. So, Train Simulator wieder, ja. Also kommt hier jetzt ein Flankenschutz. Nein, das war Mist. Flankenschutz, das wäre wieder eine kleine Weiche. Obwohl, ja, So. Ich mach gerade eben mal schnell die Weiche neu. So, und... Hä? Ach, warum ging ja das jetzt so lange? So. Okay. Und das ist jetzt dieser Flankenschutz, wie soeben angesprochen. Und ab hier sind dann zwei Rechtsweichen, glaube ich. Zumindest sollte es so sein. Dominik bleibt am Mikrofon rum. Rechts, rechts und noch eine Rechtsweiche. So. Bis jetzt bin ich zufrieden. Mit was bist du zufrieden? Na, wie du es baust, also ich finde, so könnten wir es wirklich bauen. Also möchtest du auch gebaut haben. Ja? So möchtest du auch gebaut haben. Also ja, natürlich wird es noch auf jeden Fall dann im Laufe des Bauens oder des Plans auf der fertigen Platte oder wie dann auch immer noch zwei, drei Korrekturen auf jeden Fall bestimmt reinkommen. Aber ich schätze mal so, ist der Fahrspaß auf jeden Fall am größten, ganz einfach. Ja, und der Florian, also nicht der hier, sondern zu SWM. Ja. Der möchte mit unbedingt mitbauen. Ja, okay, also, ist ja kein Thema. Ja. Ja. Er kann bloß dann nicht mit an dem Termin, was du mir ja geschickt hast. Weil er da noch kein offizielles Mitglied ist.